Da ich nun in der Nähe wohnte, musste ich für die Sam-Übergabe nur kurz rüber zu Kim in St. Vincent's. JD, da du jetzt wesentlich öfter bei mir im Krankenhaus vorbeikommst, habe ich die Hoffnung, du könntest dich ein wenig besser anziehen. Und vielleicht sagst du, man riecht sich etwas weniger oft oder hörst ganz damit auf. Ehrlich jetzt? Ist doch so lustig. Ist es nicht. Hey, bleib locker, Opi! Jetzt scheißt du auch noch meinen Chefarzt an. Entschuldigung, Dr. Mantuts. Lach nicht. Der Typ heißt Mantuts? Ja, hör auf zu lachen. Sag's ihnen. Das würde heftig werden. Ich habe eine Stelle am St. Vincent's. Ich verlasse das Sacred Heart Ende des Monats. Was? Wie das? Naja, ich musste mich bei Kims Chefarzt entschuldigen, Dr. Mantuts. Mantuts. Jedenfalls, Mantuts und ich, wir haben uns gut verstanden und er hatte mir glatt einen Posten als fachärztlicher Leiter angeboten. Ich verdiene ein bisschen mehr und ich find's echt gut, dass ich näher bei Sam bin, also habe ich ja gesagt. Als ich mir ihre Gesichter ansah, war ich beeindruckt, wie deutlich ihre Gefühle für mich darin zum Ausdruck kamen. Was soll das Gefuchtel? Weißt du, Barbie, ich bin einfach so überglücklich. Deshalb zeige ich euch jetzt was, das habe ich zuletzt in der Highschool gemacht. Rückwärts, also! Hat's gut ausgesehen? Oh, sie spielen nicht direkt. Hat gar nicht gut ausgesehen. Es war's wert.